Straßen von Paris. Ich schreibe diese Geschichte auf, ohne ihren Ausgang zu wissen. Ja, ohne geringsten Einfluss auf ihren Ausgang nehmen zu können. Denn diese Geschichte wird allein durch meine Hauptfigur bestimmt. Ich gebe ihr den Namen Sophie. Was auch immer Sophie berührt oder empfindet, wo auch immer sie sich hinbewegt oder was sie interessiert wahrnimmt, ob sie lacht oder traurig ist, wird von nun ab mein Leben bestimmen. Ich sah Sophies Lächeln das erste Mal an einem frühlingshaften Abend vor etwa 1,5 Jahren durch die Fenster ihres kleinen Restaurants, das mit seinen rot-weiß gewürfelten Tischdecken eine einladende Wärme ausstrahlte. Sophie war der Mittelpunkt ihres Restaurants. Sie war der Zauber des Augenblicks. Sie war, wonach ich immer gesucht habe. Sie hatte die Gabe, den Moment anzuhalten und der Welt etwas zu schenken, wonach sich jeder sehnte. Den magischen Augenblick der Liebe. Allein mit ihrem Lächeln konnte Sophie andere Menschen glücklich machen, sie in eine andere Zeit, in eine andere Welt entführen und Träume wahr werden lassen. Noch heute trage ich diesen Augenblick in meinem Herzen. Ich spüre die Freude ihrer Gäste und das Leuchten in den Augen eines kleinen Mädchens. Ihr Lächeln bezauberte mich an jenem Abend so sehr, dass ich es mir stahl. Ich lieh es mir aus. Ich trug es mit mir herum. Und ich verliebte mich in dieses Lächeln so sehr, dass es mich zu meiner Geschichte führte. Eine Geschichte, in der alles real erscheint und doch alles erfunden ist. Sogar der Autor. Und diese meine Geschichte trägt den Namen Das Lächeln der Frauen. Schrott oder es ist geklaut oder es ist geklauter Schrott. Nicht alles, was sich zwischen zwei Buchdeckel packen lässt, ist schon Literatur. Was ist denn mit dem Manuskript von Robert Miller? Das fand ich gar nicht so schlecht. Oder das hier, ja? Geheimes Sextagebuch einer Diplomatentochter. 19-Jährige fliegt auf Papas Kosten in die Karibik, vögelt ihren Wortschatz auf 100 Worte runter, hat wahrscheinlich irgendwann mal Shades of Grey gelesen und seitdem nie wieder was außer die Mails in ihrem Smartphone. Ja, das machen wir natürlich nicht. Ja, natürlich machen wir das. Da machen wir eine Reihe draus. Und die nennen wir dann Shades of Black. Weg damit. Was ist denn jetzt mit dem Lächeln der Frauen? Lächeln der Frauen. Ach, das hier, ja. Das ist seltsam. Seltsam? Wieso? Ich habe sie gebeten, mir einen zweiten Stephen Clark zu bringen. Und sie bringen mir das hier. Aber das hat seine Chance verdient. Der Roman hat seine Qualitäten. Klare Sprache, witzige Handlung. Ja, ja, ja. Aber es ist kein Stephen Clark. Gott sei Dank ist es kein Stephen Clark. Das hier, das ist viel besser als Stephen Clark. Dass es richtig gut ist. Das ist lesbar. Das ist. Wo haben Sie das her? Das habe ich selbst geschrieben. Immer nach Feierabend und an Wochenenden. Ich schicke Ihnen dann die Rechnung für 1 Jahr unbezahlte Überstunden. André, André, André.
Immer gut für einen kleinen Scherz. Schönen Tag. Bon appétit. Adam? Ja. Er hat ja gesagt. Großartig. Lass uns anstoßen und unseren Robert Miller erfinden. Wo? Im Rück. Okay, bis gleich. Da würde ich mal sagen, auf unser Phantom Robert Miller. Ja, ja. Wir brauchen noch ein Foto von ihm. Von meinem Bruder nehmen wir eins. Und du bist ganz sicher, dass ihn keiner kennt? Wer denn? Der wohnt weit draußen. Den kennt niemand. Der ist Zahnarzt. Der hat ja Patienten. Ach, ist kein Problem. So, pass mal auf. Das mit der Klappentext. Wo wohnt denn unser Robert Miller? Gut. Pass auf. Robert F. Miller lebt allein auf einem englischen Land. Ja, warte mal, da schreibt man, lebt unglücklich allein, das kommt besser bei den Frauen, unglücklich allein auf einem englischen Landsitz mit Hund. Und ist definitiv nicht erreichbar. Ohne Telefon, ohne Internet. Er spricht mit niemandem. Das ist das Wichtigste. Genau, man könnte glauben, den gibt's gar nicht. So, im Herzen des alten Englands entstand die bewegende autobiografische Liebesgeschichte zwischen dem britischen Adelsspross Alexander und der jungen französischen Köchin Sophie. Warum autobiografisch? Ja, etwa nie. Du hast mein Buch schon zu Ende gelesen, oder? Hey, du hast ja gesagt, es gibt eine echte Sophie. Ich habe sie einmal gesehen, vor einem Jahr. Sie hat mich einfach inspiriert. Ich saß nach 4 Monaten mit meiner Geschichte immer noch auf Seite 13 fest. Ich habe beinahe hingeschmissen. Du erinnerst dich? Ah, und sie hat dich dann ein bisschen gelockert. Ich war damals noch mit Justine zusammen. Die hat dich zum ganzen Roman inspiriert und ihr habt nicht mal gevögelt? Was ist jetzt? Gibt es diese Frau oder gibt es sie nicht? Na gut, so, jetzt machen wir weiter. Wo hat er studiert? Robert F. Miller studierte... Oxford. Robert F. Miller studierte auf der renommierten Universität... Bist du da? Hier ist Claude. Ja, ich weiß, es ist aus. Aber ich vermisse meine Uhr. Die ist mir wirklich wichtig. Ich glaube, ich habe vergessen, sie mitzunehmen. Guten Tag. Hallo? Bernadette? Sie gehen Arm in Arm und sie hat meinen Mantel an. Kannst du dir das vorstellen? Wer? Wo? Tja. Claude. Claude und seine neue Freundin. Moment mal. Du sprichst von dem Claude, der letzte Woche einfach über Nacht verschwunden ist.
Dieser Kerl ist den Rotz nicht wert, den du seinetwegen in die Taschentücher weinst. Hörst du mich, Cherie? Aber sie hat meinen Mantel an. Welchen Mantel? Den roten. Nein. Ha! Das hat er nicht getan. Aber weißt du was? Es war mein Mantel. Es war mein Mantel. Er wollte ihn mir zum Geburtstag schenken. Es war mein Mantel! Okay. Okay. Lassen Sie sich helfen. Entschuldigung. Ich bezahle das natürlich. Behalten Sie es, ich schenke es Ihnen. Es ist eine Liebesgeschichte. Lesen Sie gern? Nein. Doch. Ich komme noch nicht dazu, wissen Sie. Ach, wie schade. Ja. Entschuldigung. Wissen Sie, Ich koche lieber. Ich habe ein Restaurant, 3 Straßen weiter. Das Hutton des Cerises. Kennen Sie das? Nein? Nein. So ein Schokoladenkuchen. Ein Kokovan, das ist was zum Anfassen, wissen Sie. Zu viel Salz, zu wenig Salz. Eine Geschichte, das ist doch im Grunde genommen nichts weiter als eine Lüge, oder? Manchmal ist die Lüge viel wahrhaftiger als die Wirklichkeit. Wie sagten Sie, heißt Ihr Restaurant? Hutton des Cerises. Merkwürdig. Wieso? Machen Sie mir die Freude und lesen Sie es. Und dann sagen Sie mir, ob es noch eine Prise Salz braucht. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das kleine Restaurant etwas abseits der Rue Princesse verströmte einladende Wärme. Rotgewürfelte Decken lagen auf den Tischen, die so dicht an dicht standen, dass Sophies Kleid jedes Mal meinen Arm streifte, wenn sie neben mir Wein nachschenkte. Das Hutton des Cerises war mehr als ein Restaurant für sie. Es war ihr Zuhause. Sophie lebte mit ihren Gästen wie andere Menschen mit ihren Familien. Sie verschenkte jeden Tag ihr Herz auf den Tellern, die sie servierte. Dort in der Küche hatte sie ihren Platz in der Welt. Wenn sie am Herd ihres Vaters stand, nach seinen Rezepten kochte, konnte sie seine Anwesenheit spüren. Solange sie jeden Tag die Schüsseln, die Gläser berührte, die vor Jahren ihre Mutter ausgesucht hatte, hatte sie noch eine Familie. Und mit jeder Bouillabaisse, jedem Bœuf Bourguignon, jeder Crème Brûlée schwand das Gefühl, allein auf der Welt zu sein. Aurélie! Abends, wenn die letzten Gäste gingen, blieb sie manchmal noch einen Moment allein in der Küche sitzen. Und mit einer Bewegung, die ihr sicher nicht bewusst war, tastete sie manchmal nach der Kette um ihren Hals. In ihrem Blick lag ein Zögern, als wisse sie nicht genau, ob diese unsere Welt auch die ihre ist. Salut, Aurélie. Schön, dich zu sehen. Die Trüffel habe ich inzwischen selber besorgt. Es gibt ein Gerät namens Telefon. Es leistet allerlei Nützliches, aber nur, wenn man es einschaltet. Ich habe dir 3 Nachrichten hinterlassen. Alles Verbrecher auf dem Großmarkt. Ich sag, ich möchte endlich mal eine Dorade, die nach Fisch schmeckt und nicht nach Schaf. Weißt du, was der Kerl sagt? Er sagt, ist doch scheißegal, schmeckt eh alles nach Plastik. Aber warum bist du nicht ans Telefon gegangen? Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich habe gelesen. Gelesen. 2x20 Geschäfte. Ich dachte, du tust dir was an. Du bringst dich um. Oder Claude oder seine Freundin oder... Mein Gott! Muss ich das kennen? Es ist über mich. Die Hauptfigur in dem Buch, Sophie, das bin ich. Aurélie! Ja. Ah, Miss Emily Bronte ist auch endlich hier. Ich bin gerade dabei, deine Soße in Würfel zu schneiden. Jackie, da hat jemand ein Buch über mich geschrieben. Wie viele Seiten hat er gebraucht, um dich zu verstehen? 5000? Im Ernst? Du machst die Desserts. 45 Stück. Orangenparfait, Vanillemousse, Apfeltarts. Du hast 2:20. Das ist ja wirklich verrückt. Hört doch mal. Diese Geschichte, die ich erzählen möchte, beginnt mit einem Lächeln und sie endet in einem kleinen Restaurant mit dem Namen Hutton des Cerises. Hutton des Cerises. Vielleicht mag er ja mal ein Ratatouille. Wo sind denn meine Trüffelchen? Oder hier. Sophie trug ein schmales grünes Seidenkleid und um ihren Hals eine Kette mit einem kleinen Anker. Die Kette deiner Mutter. Ja,
Oh, meine lieben Schätzchen, ihr braucht keine Angst zu haben. Onkel Jackie tut euch nichts. Robert F. Miller. Wie gehört du? Nein. Aber ich muss ihn kennenlernen. Für Sie am Telefon, Herr Chavanier. Sie sagt, es sei sehr dringend. Später. Verbinden Sie mich gleich mit Adam Goldberg. André, ich arbeite jetzt seit 4 Wochen mit demselben unprofessionellen Foto von Miller. Wo bleibt der Rest? Ist eben kamerascheu. Er sieht aus wie sein eigenes Double. Fernpost. Kaffee kommt gleich. Was ist denn heute los? Keine Ahnung. Wegen der 50.000, schätze ich mal. Kann ich sonst noch irgendetwas für Sie tun? Ja, wenn Sie die Kiste mitnehmen könnten und die Tür hinter sich zumachen, das wäre nett. Na, wunderbar. Adam, endlich. Wir haben 50.000 Bücher verkauft. Nein, hier ist Aurélie. Wer ist Adam? Entschuldigen Sie, ich dachte, Sie sei niemand anderes. Mein Name ist Aurélie Bredin. Ich rufe an wegen Robert Miller. Moment. Ich habe doch gesagt, Sie sollen mich sofort mit Adam Goldberg verbinden. Hallo? Sie haben gesagt gleich und nicht sofort. Sofort bedeutet sofort, also unverzüglich. Gleich bedeutet unter Umständen ebenfalls sofort, kann aber auch heißen in 10 Minuten oder heute Nachmittag. Sie müssen sich schon klar ausdrücken. Hallo? 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 Sind Sie noch da? Ja. Mir wurde gesagt, ich könnte mit Robert Millers Lektor sprechen. Sein Name ist André Chabanet. Chabanet im Apparat, was kann ich für Sie tun? Monsieur Chabanet, ich habe Robert Millers Buch gelesen und es bedeutet mir sehr viel. Fanpost ist bitte ausschließlich schriftlich oder per Mail an die Adresse des Verlages zu richten. Danke. Nein, nein, es geht nicht um Fanpost. Es ist mir sehr wichtig. Ich würde ihn gerne persönlich sprechen. Ich bitte Sie, ich bekomme wäschekörbeweise Zuschriften. Nicht selten von jungen oder auch nicht so jungen Damen, die Fiktion mit Wirklichkeit verwechseln und glauben, sie würden nie wieder glücklich werden, wenn sie den Autoren nicht heiraten. Und genau vor solchen Zuschriften schützen wir unsere Autoren, weil die ein Recht auf Privatsphäre haben, genau wie Sie oder ich. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe keine Zeit. Das ist alle wahnsinnig. Idiot. Herr Chabanet, Monsignac will Sie sehen. Ja. Kommen Sie, die warten alle auf Sie. Aber ich muss ja noch so mein Manuskript... Ja, das können Sie auch noch später erledigen. Er will, dass Robert Miller nach Paris kommt. Wie bitte? Was? Ich komme sofort. Hallo, Herr Chabanet. André, wo bleiben Sie? Aber Adam Goldberg ist nicht erreichbar. Kommt er nicht zu uns? Nicht so schüchtern. Jetzt es tut mir leid. André Chabanet. Mesdames et Messieurs, wir haben etwas zu feiern. André Chabanet, den Sie alle kennen, seit vielen Jahren bei uns als Lektor, in den letzten Jahren als Cheflektor, hat schon viele erfolgreiche Autoren wie Robert Miller für uns entdeckt. Aber noch nie haben wir es geschafft, in all den Jahren, in den ersten 4 Wochen, eine Auflage von 50.000 zu verkaufen. André. André Chabanet, Hut ab, wir alle sind Ihnen zu tiefer Dankbarkeit verpflichtet. Sie haben Robert Miller entdeckt. Sie haben an Robert Miller geglaubt. Und Sie haben für ihn gekämpft wie ein Löwe. André, auf André! Und auf Robert Miller. Wir können es kaum erwarten, ihn kennenzulernen. So, und jetzt wollen wir Robert Miller in Paris sehen. Was zum Teufel soll denn das heißen? Er kann nicht hierher kommen. Wir stehen kurz vor dem Sprung in die Bestsellerliste und Mr. Miller kann seinen britischen Arsch nicht nach Paris bewegen? Arsch streichen, ja? Robert Miller ist halt menschenscheu. Kamerascheu auch. Snottist? Nein. Er ist sensibel. Also, Schriftsteller, kennen Sie doch. Das ist, die haben auch manchmal Ängste. Flugängste. In seinem Fall, ja? Und deshalb meidet er Menschengruppen und... Städte. Große Städte geht gar nicht. Und Sie sind seine Romane in einer Metropole wie Paris an. Ja?
Hält er uns für Schwachköpfe oder wie? Wir könnten ein Interview für Le Figaro bekommen. Eine halbe Seite am Sonntag mit einem zweispaltigen Foto. Ein paar Wochen, bevor das Weihnachtsgeschäft losgeht. Le Figaro könnte schon vorab das Ganze per Mail schicken. Machen wir schriftlich. Ja, super Quatsch mit Soße. Wie sexy ist das denn? Sagen Sie ihm, uns reichten 48 Stunden. Ein kleiner Spaziergang mit Fotografen, eine Lesung in einer Buchhandlung seiner Wahl und ein paar Autogramme für seine Fans. Und wenn er Nein sagt? Ja, dann sorgen Sie dafür, dass er Ja sagt. Sonst fliege ich persönlich nach England und schleife ihn an seine scheiß Hundeleine durch den scheiß Ärmelkanal hierher. Nicht nötig. Ich sorge für eine Lösung. Versprochen. Ich verlasse mich auf Sie. André. Das ist merkwürdig. Der Roman ist nicht in England erschienen. Es gibt nur die französische Übersetzung, aber kein Original. Es sind eh überhaupt keine Einträge. Der Typ ist hoffnungslos analog. Genauso wie du. Es gibt die Seite vom Verlag und als Kontakt ist den Lektor... André Chabanis. Ich weiß. Dieser... Wahrscheinlich versucht er nur, seinen Autor vor aufdringlichen Groupies zu schützen. Wie bitte? Nein. Da schreibt jemand ein Buch über mich und ich darf noch nicht mal mit ihm sprechen? Oliver, renn dich nicht so. Es ist ein Buch, ein Text. Nein, es ist nicht nur ein Buch. Man kann nicht so über eine Frau schreiben und nichts für sie empfinden. Verstehst du? Das ist die größte Liebeserklärung, die ich hier bekommen habe. Süß. Ich suche weiter. Hier sind Adam Goldberg, Carol Goldberg, Gretchen Goldberg, Emma Goldberg, Angela Goldberg. Und Charlie ist unser Hund. Frau, dass ich hier bin? Ja, wie denn? Du bist ja nur bis zu erreichen. Hey! Oh, hey, was soll das denn? Oh. Scheiße, Adam. Das Buch wird erfolgreich. Ich meine, richtig erfolgreich. Ja, ich hab's gehört. 50.000. Ich meine, ist das nicht total geil? Huh? Adam! Ich gehe ins Hotel zum Schlafen, in die Kneipe zum Telefonieren. Also fair ist das nicht. Ich will jetzt nicht über Carol sprechen. Ich sag dir, solange die große Liebe ein Roman ist, dann bist du auf der Jagd. Und sobald du sie geheiratet hast, dann bist du auf der Flucht. Monsignac will, dass Robert Miller nach Paris kommt. Das war nicht vorgesehen. Ja, konnte ich wissen, dass dein Geschripsel so ein Hit wird? Das Buch war deine Idee. Ja, und wer wollte so wahnsinnig gerne ein Schriftsteller werden, hä? Wer hat gesagt, einen Stephen Clark kann er besoffen in Schnee pissen? Ich war besoffen. Wir sollten dem Alten die Wahrheit sagen. Bist du wahnsinnig? Warum denn? Ja, weißt du, was passiert, wenn Monsignac erfährt, dass es Robert Miller gar nicht gibt? Ja, aber es gibt ihn doch. Adam! Hör mal, unser Robert Miller schreibt, unser Robert Miller verkauft, unser Robert Miller hat Fans. Ja, da gibt's sogar demnächst ein Interview im Figaro. Willst du jetzt den Bruder einfliegen? Und einen Zahnarzt die Lesung machen lassen? Ja, genau. Beziehungsweise, nein, ich meine, pass mal auf, nee, es gibt da was, was du wissen solltest. Was? Ja, aber reg dich nicht gleich wieder auf, okay? Adam, was? Ja, also, mein Bruder, der wollte nicht Robert Miller sein. Wie bitte? Ja, seine Frau, die fand das potenziell geschäftsschädigend, wenn du unter falschem Namen von Klappentext grinst. Aber das tut er doch jetzt schon. Nee. Wer ist der Mann auf dem Foto? Ein Schauspieler. Ja, du, keine Angst, den kennt keiner. Nur, der ist nicht immer sehr gut beschäftigt. Arbeitsloser Schauspieler. Naja, so drückt man es aus, wenn man immer negativ denkt, so wie du. Warum erfahre ich das erst jetzt? Man hätte sich doch nur unnötig aufgeregt, hä? Du, der Mann ist ein Profi, der spielt hier Robert Miller besser, als du selbst es je sein könntest. Hm? Oh Gott. Ach, komm, jetzt vertrau mir mal, ja? Und denk an deine Prozente. Du bist zum Jahresende, sind wir in den Top 10. Wirst sehen. Jetzt mach dich mal locker, Mensch. Der Figaro will das Interview mit Robert Miller am übernächsten Sonntag machen, in der Beilage. Mhm. Ja, und außerdem haben wir noch Anfragen von 12 Magazinen. Darunter Männerfitness, Carmen, der Hundefreund. 240.000 Auflage.
Die wollen einen Titel mit Millers Terrier und außerdem einen Telefontermin. Ja, und das bitte schnell, André. Bücher verkaufen sich vor Weihnachten und nicht hinterher. Ja, ich weiß. Herr Chabanet, Hélène Bonvin ist hier. Sie sagt, sie hat eine terminale Schreibblockade. Ach, das hat sie doch immer. Aber sie schreibt doch mit Schreibmaschine. Und dieses Mal verbrennt sie ihr einziges Exemplar. Was? Wo? Sie hat sich auf der Toilette eingeschlossen. Der Hausmeister kommt gleich. Hélène! Hélène, machen Sie die Tür auf, bitte. Es ist grässlich. Ich kann gar nicht glauben, dass ich das geschrieben habe. Nein, das ist bestimmt nicht grässlich, Hélène. Sie haben eine vorübergehende Krise. Ich lese es. Es ist bestimmt genauso gut wie alles andere davor. Ist es nicht? Doch, das... Hélène, machen Sie das nicht! Die macht's wirklich, die verbrennt. Wo bleibt denn der Schlüssel? Verbieten Sie es ihr. Ich verbiete es Ihnen! Ah ja? Verlagsrechte. Das gehört Ihnen gar nicht! Das Monsignor hat nicht überzahlt! Das ist Verlagseigentum! Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich bin der Frankenstein der Literatur, André. Aus 1000 Fiktionen zusammengeflickt. Das ist doch Unsinn. Ach so. Kommen Sie. Kommen Sie. Ich werde das Buch lesen. Und im Frühling, bin ich sicher, haben wir einen neuen Bestseller. Diesen Roman wird es nicht geben. Aber meine Liebe, was ist denn? Es wird die Schatten nicht geben. Ich kann nicht mehr. Warum sind Sie so grausam mit Ihrer Kritik? Sie wissen doch ganz genau, wie empfindsam sie ist. Warum schreiben Sie nicht selber? Sie müssten selber schreiben. Dann würden Sie endlich fühlen, wie unsensibel manche Lektoren sein könnten. Kommen Sie. Bitte? Ich habe es ja noch nie mal gelesen. Jetzt gibt es erstmal eine heiße Schokolade. Verzeihung. Hä? Ich suche Herrn Chabanet. Das bin ich. Oh. Und wer sind Sie? Aurélie Bredin. Wir haben telefoniert wegen Robert Miller. Sie waren das? Ja, Sie waren nicht besonders hilfreich. Nein, ich meine, ja, ich war unter Druck. Entschuldigen Sie, dass ich so kurz war. Sie waren unfreundlich. Unverzeihlich. Gut. Vielleicht sehen Sie sich in der Lage, diesen Brief an Robert Miller in die Waschkörbe voller Fanpost zu legen? Ich reiche ihn weiter nach Ihnen. Er ist persönlich. Gleich, sofort, versprochen. Gut. Danke. Vielen Dank. Im Übrigen, ich habe nicht vor, den Autor zu heiraten. Sophie? Sophie? Warten Sie! Aurélie. Wie bitte? Ich heiße Aurélie. Habe ich Sophie gesagt? Ich glaube, ich bin wirklich überarbeitet. Aurélie Bredin. Das werde ich nie vergessen. Entschuldigen Sie, dass ich Sie aufhalte. Ich hätte einen Vorschlag, mein unverzeihliches Verhalten wieder gut zu machen. Wenn Sie mir Ihre Telefonnummer geben könnten... Ich glaube kaum, dass ich Ihnen meine Telefonnummer geben könnte. Würde ich Sie anrufen, wenn Robert Miller in Paris angekommen ist. Was, er kommt nach Paris? Ist noch geheim. Ich habe jetzt gerade nichts zu schreiben dabei. Thank you.
Also, pass auf. Unser Robert Miller heißt eigentlich Jan Frederik, aber er nennt sich César. Jan Frederik, das ist doch nicht mal Engländer? Ja, die Mutter ist Kroatin, aber der Vater, der ist Däne mit englischem Pass. Du, der Mann ist in der Welt zu Hause, da spielt die jede Rolle, egal mit welchem Akzent. Ja. Beeindruckend. Ah, nee, guck mal, da oben ist er. Ja, warte mal, da kommt man hoch, komm. Da kommt man hoch. César! Ich heiße César! César, also wir brauchen Sie früher und wir brauchen Sie in blond. Wie auf dem Foto hier drin. In 2 Wochen soll Ihr Buch in aller Munde sein. Was, sein Buch? Also ein bisschen mehr Zeit müssen Sie mir dafür schon einräumen. Quatsch, Sie müssen doch nur ein bisschen lächeln und ein bisschen lesen. Das Ganze? Ja. Hoffentlich ist es nicht so eine softe Love Story, da stehe ich nämlich gar nicht drauf. In 2 Wochen brauche ich mindestens. 300 Seiten. Ja, für den Bart. Herr Goldberg, die Rolle braucht doch einen Bart. Wer ist denn er eigentlich? Ja, Quatsch, jetzt vergessen Sie den Bart, ja? Also gut, wir sagen 3 Tagessätze plus Spesen, nächste Woche Dienstag bis Donnerstag. Schaffen Sie das? Wenn Sie bereit sind, nochmal über mein Honorar zu verhandeln? Ich rufe Sie an, okay? Au, oh. André! André! Von wegen, der Mann ist ein Profi. Softer Love Story. Der hat das Buch noch nicht mal gelesen. Mann, ey. Das ist einfach ein blasierter Gockel. Wenn hier jemand blasiert ist, dann bist du das. Ach ja? Ja, nichts ist, wie es scheint, mein Freund. Der Mann träumt von der Oscar-Verleihung und putzt Fenster. Na und? Ja, ich nenne mich Literaturagent. Und was bin ich? Der Kartoffelheld von einer klugen Frau, die wirklich Karriere macht. Ja, und du Oberchef-Lektor, du liest das Zeug der anderen und möchtest doch eigentlich selber so gerne der neue John Irving sein. Ja, ist ja gut. Du wolltest dir beweisen, dass du schreiben kannst, ja? Und jetzt wurmst dich, wenn er es der Welt zeigt. Ja, außer dass die Sache jetzt etwas komplizierter ist. Sophie ist aufgetaucht. Wer? Die Köchin. Aus dem Entente Series. Die echte? Hey, nur um sicher zu gehen, dass ich dich richtig verstehe. Also, du sprichst von der Frau, die du einmal gesehen und nicht gevögelt hast, und das würdest du jetzt ganz gerne nachholen. Oder? Kannst du einmal nicht an Sex denken? Mir ist es wichtig. Sagst du mir gerade, du hast dich in die Heldin deines Romans verliebt? Außer, dass sie in Wahrheit viel entzückender ist als in meiner Fiktion. Ja, und sie? Finde mich grässlich. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, immerhin hat sie sich in mein Buch verliebt. Ja, vergiss es. Nein, auf keinen Fall. Du, die Sache ist schon ohne Frau kompliziert genug. Das ist die Frau, die ich immer gesucht habe. Ich hätte gern für Freitagabend einen Tisch für 2 reserviert. 20 Uhr. Auf welchen Namen? Robert Chabanet. Meine liebe Aurélie Bredin, haben Sie innigsten Dank für Ihre Zeilen, die meine Gedanken beflügeln, wie damals, als ich Sie das erste Mal sah. Ich bekomme viele Zuschriften, doch noch niemals eine, die mich so berührt hat wie Ihr Brief. Als ich Ihr Foto in der Hand hielt, da empfand ich tiefes Glück. Meine Heldin Sophie, die ich mit Liebe und Sehnsucht erschaffen habe, ist den Papieren meines Romans entstiegen und erscheint in der Wirklichkeit. Ich komme nach Paris und würde Sie gerne persönlich kennenlernen. Mein Lektor André Chabanet wird sich um Sie kümmern und mit Ihnen alle weiteren Details klären. In großer Vorfreude grüßt Sie von Herzen Robert Miller.
Wo ist der denn? Na, der Autor. Ah, Robert Miller wird Sie leider etwas verspäten. Nein, aber bitte, ein Glas Champagner. Ich hoffe, Sie mögen Champagner. Ups, verzeihen Sie. Möchten Sie jetzt bestellen? Ja, gerne. Nein, danke, wir warten. Wie Sie wünschen. Robert? Where are you? In traffic? Ich stecke hier gerade mit dem Sonnen. Ich bekomme nicht liegendes Wasser. Also fass dich kurz und sag mir, wie lange du sie brauchst. Hey? You're in the taxi. Take the underground. Gut. Essen. Was? Ja, bestell einfach die zweite Flasche, ja? Und am besten was zu essen. Am besten Lamb Curry. Ja, das ist dort relativ kreativ. Yeah, it's fine. Don't worry. Lass deine kleine Küchen einfach übers Essen verlabern, ja? Dann rennt sie dir so ja, schnell Papa, weg. Halt das doch mal. Mach das Handy ja. aus. Okay, thank you. Yes. Good, no worries. Good, bye. Er wird sie leider verspäten. Oh. Eine halbe Stunde mindestens. Ich würde... Könnten wir zweimal das indische Lamb Curry haben und eine Flasche von diesem Bordeaux? Ja, sehr gern. Bitte, verzeihen Sie mir, ich sterbe vor Hunger. Es ist ein bisschen zu viel Banane. Ich hätte Mango genommen, wegen der Säure und Joghurt. Aber ungewöhnlich. Koriander, Kreuzkümmel, Cayennepfeffer. Es ist lecker, es ist köstlich, finden Sie nicht auch? Nichts ist besser als das Menü d'amour im Nutron de Cerise. Sie kennen mein Restaurant? Ich habe Robert Miller auch gelesen. Ich bin ja der... Ach so, ja, natürlich. Sie machen Ihr Lamb Curry mit Granatapfelkernen und Zwiebeln. Das ist doppelt so gut wie hier. Und was würde ich darum geben, wenn Sie es einmal für mich kochen würden? Robert, what's happening? Ja, hi. What's happening? Oh Gott, 21:05. Du glaubst gar nicht, wie schwer es ist, hier im Haus eine Minute für sich allein zu haben. Oh. Oh, that's such a shame. Ja, jetzt hast du sie für dich allein, also vermasch es nicht. Ja? Ellen, beeil dich. Lass die Kinder noch vorlesen. Ja, ich komm gleich, mein Schatz. Oh, I hope you're not doing what I think you're doing. Ja, es hab dich nicht so. Sag mir lieber, ob du Mademoiselle ein bisschen lockern konntest. Yes, yes, it's fine. Please, don't worry, it's fine. Goodbye, bye. Er lässt mich sitzen, nicht wahr? Nein. Nein, er lässt mich sitzen. Wenn er wüsste, was für eine wunderschöne Frau hier an seinem Tisch sitzt, dann wäre er sofort hier und würde sich sonst was überlegen, um mich vor die Tür zu setzen. Kann ich Sie vielleicht mit einem Dessert trösten? Nein. Vielleicht? Nein. Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Aber ich habe noch gar nicht aufgegessen. Sie sagten doch, Sie sterben vor Hunger. Haben wir die? Doch. Was? Wo Sie die Uhr verschenkt haben. Ja. Wir sollten die Uhr jetzt retten. Wie wollen Sie das denn machen? Indem wir es einfach machen. Das ist wahnsinnig. Die sind gefährlich. Wer? Die Obdachlosen? Die Alten. Ich glaube nicht. Und wo war es jetzt genau? Da. Glaube ich.
Da sind auch welche. Na dann, kommen Sie. Und? Ist es einer von den dreien? Der in der Mitte. Gehört. Ich habe sie ihm immerhin geschenkt. Wir klauen ihm jetzt das, was sie ihrem Ex entwendet haben. Wir sind kriminell. Entschuldigen Sie. Ich muss Ihnen was erklären. Nein. Ich glaube, ich muss jetzt nach Hause. Miller, it's a pleasure. Komm, ja. Hey! Alles in Ordnung? Ja. Ich hab was für dich. Robert Miller ist in der Stadt. Daniel gibt den Kulturteil immer den Kindern zum Basteln, deswegen... Pauline hat ihre Glitzerstifte darauf ausprobiert. Dieser Mistkerl. Bitte? Das ist ja heute. Ja. Aber warum hat er mir denn davon überhaupt nichts gesagt? Von wem redest du? Schabani. Schabani. Ah. Oh. Was? Wo zum Teufel steckst du? Hä? Ja. Sie wenigstens neben dir, deine kleine Köchin. Robert Miller kann dir zeigen, wie es geht. Er erobert gerade die Frauen von Paris. Ja, schönen Dank auch. Ja, dann komm. Komm, die Lesung geht gleich los. Was? Oh, Scheiße. Ist er der Grund, weshalb du so aussiehst? Er hat mich gestern zum Abendessen eingeladen, damit ich Robert Miller kennenlerne. Aber Miller ist nicht gekommen und von dieser Lesung hat er mir überhaupt nichts erzählt. Warst du die ganze Nacht mit ihm unterwegs? Ja. Nein, ja. Ich verstehe das nicht. Warum hat er mir denn nichts gesagt? Er wusste doch ganz genau, wie wichtig mir das war. Ist er schwul? Chabernet? Nein. Ist er blind? Nein, wieso? Er ist ein Mann. Und nur zur Erinnerung, du bist eine junge, attraktive, sehr begehrenswerte Frau. Danke. Offensichtlich will er ein Stück vom Kuchen abhaben. Sieht er gut aus? Miller? Chabernet. Wow.
Sorry. Okay. Okay, so. Thanks. Thank you. Okay. Kerzenbraten in die kleine Restaurant in der Rue Princess und tauchten sie in eine warme Lake. Ja. Auf den Tisch lagen Rotgewürfel fünf. So, sorry. Rotgewürfel der Tischdecker. Ist der Legastheniker? Der ist Ausländer. Versteht er, was er da liest? Jetzt hört nicht mal auf, André. Der Mann, der macht uns reich. Ja. Er. Ja. Sie trug das Haar locker aufgesteckt und mit einer Bewegung, die ihr sicher nicht bewusst war, knusterte sie beim Sprechen gern nach der Kette um ihren Hals. Es lag etwas Zärtliches in dieser Geste. Like a secret communication, nur geheime Kommunikation. Yeah. In ihrem Blick lag ein Zögern, eine Frage, als wissen Sie nicht genau, ob diese unsere Welt. Vielen Dank, dass Sie mich informiert haben. Auch ihre ist. Ist sie das? That Sophie trat in mein Leben wie eine Natur. Naturerei. Ja, wie eine Naturerei. Like a warm rain in the summer. Like the first ray of sunshine after a storm. Sophie, fallen from heaven to save me from anger and fear. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thanks. Danke. Danke. Merci beaucoup. Thank you so much, Robert Miller. Meine Damen und selbstverständlich auch meine Herren, ich darf Sie im Anschluss zu einem kleinen Getränk dort unten auf der Empore einladen. Und diejenigen unter Ihnen, die sich Ihren Roman von Robert Miller signieren lassen möchten, haben dazu selbstverständlich die Gelegenheit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Empfehlen Sie uns weiter. Au revoir. Denn die Geschichte mit der Sozialphobie? Der Mann hat doch keine Sozialphobie. Das ist der Brad Pitt der Literaturszene. Kommen Sie mal hin. Schreibt ihr schon was Neues? Ich will einen zweiten Roman, wir müssen jetzt nachlegen. Soweit ich gehört habe, recherchiert er schon wieder. Ja, ist doch super Quatsch mit Soße. Wieso recherchieren? Ich finde Love Story genau wie die da. Gibt's nichts zu recherchieren. Und wir beide, wir setzen das irgendwo ein bisschen beiseite und reden über den Vorschuss. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Good Lord. Eigentlich müsste ich bei Ihnen um eine Widmung anstehen. Hallo. Are you in the movies? Sind Sie mal im Film? Ich bin Aurélie Bredin. Oh, Miss Bredin, definitely. Was darf ich schreiben? Erinnern Sie sich nicht? Ich habe Ihnen einen Brief geschrieben. Aurélie Bredin. Oh, yeah. Yeah, that letter. Yeah. Ich werde ihn sofort lesen, back in England. Sie haben ihn schon beantwortet. Oh, yeah. Yeah. Mr. Miller... Ich bin Sophie. Sagen Sie nicht Aurélie? Ja, wir müssen Aurélie, jetzt zum Ende kommen. Robert Miller hat noch andere Verpflichtungen. Sorry, my friend, this is very important. Falls es da jetzt ein Missverständnis geben sollte oder so, können wir das vielleicht heute Abend klären bei einem Glas Wein? Robert Miller ist durchgetaktet, hat Pressetermin den ganzen Abend und dann fliegt er, ja. Ach, not that much. Just a second, please. Entschuldigen Sie. Was ist da die Scheiße? Ich zahle für die Scheiße. Wie viel? 3-2. 4-2. Pardon, darf ich da mal durch? Was ist los? Warum signieren Sie nicht weiter? Why don't you just keep going on? Oh, well, so sorry. Robert Miller ist etwas unpässlich. Er braucht ein bisschen Sauerstoff. Oh, und Sie können Robert Miller ja schriftlich kontaktieren. Und bis dahin halten Sie doch bitte Ihre Gefühle im Zaum. Und Sie sind? Wer sind Sie? Moment. Meine Damen,
Die haben dich nicht dafür bezahlt, Frauen anzubaggen. Die war aber auch süß, ne? Hast du auch gemerkt, ne? Was? Hey, chill mal. Echt. Mann, ihr habt meine Rolle so angelegt. Außerdem hat sie mich angemacht. Ah ja? Lern einfach mal sprechen und lesen, du Arsch. Hast du gerade was verpasst? Die Ladies da draußen sind meine Fans. Ich Autor, ich Bestseller. Ich Robert Miller. Und wirklich ist das F nicht. Finger von dir! Bist du mir leer? 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 Was zum Teufel treiben Sie hier? I just had a heart attack. Das ist aber nicht eine von seinen Panikattacken, oder? Es ist nur Stress. Nur Stress, das kennen Sie ja. Will ein Schnaps? Do you want to drink something? Would you go on Eau de Vie? Eau de Vie? I'm done, good. Sie ist weg. Können wir jetzt weitermachen? Weiter geht's. Ja, dann. Auf geht's. So, here we go. Huh? Komm gleich nach. Kann ich was tun? Sag nichts, ich weiß, es ist sehr früh. Du riechst gut. Gebratener Knoblauch und ein Hauch von Thymian. Schau. Was? Siehst du nichts? Was? Na, die Schrift. Die Widmung ist von einem Rechtshänder. Und das hier sieht aus, als hätte jemand im Mittelalter Kalligraphie studiert. Das sind zwei Schriften. Das sind zwei Männer. Welcher von den beiden ist Robert Miller? Das ist das Problem. Wer ist denn der andere? Ich weiß es nicht. Hast du einen Verdacht? Ja. André Chabané. Der Lektor. In letzter Zeit so merkwürdig verhalten. Er wusste sogar meine Adresse. Ich habe sie ihm überhaupt nicht gegeben. Hui. Ich brauche jetzt mal einen Kaffee. Magst du auch einen? Ah ja. Da ist irgendwas faul.
Sag, schläfst du immer in so einem Schlabberding? Wieso? Ist doch kuschelig. Was sagt denn Daniel dazu? Oli, freu dich auf das, was kommt und genieß es. Es ändert sich von ganz allein. Aber wieso? Daniel liebt dich und die Kinder doch. Er ist ein absoluter Traummann. Ja. Aber er ist nie da. Und deinen haben wir gleich zweimal. Ich habe das Gefühl, dass dich jemand nach Strich und Faden verarscht. Ich weiß. Was machen wir denn jetzt? Da fällt uns schon was ein. Werte Kollegen, soll ich für einen ganz kleinen Augenblick um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten? Wir haben eine einmalige Situation, hatten wir so noch nie, innerhalb von 8 Wochen in die Top 10 und wir nehmen Kurs auf die Spitze. Alle herzlichen Dank für Ihre hervorragende Arbeit, insbesondere unserer charmanten Marketingabteilung. Glückwunsch, tolle Arbeit. Auf das Lächeln der Frauen, auf André Chabanet. André, wo ist er überhaupt? Ist er hier, André? Ah, André, bescheiden wie immer. Und ich erhebe mein Glas auf André Chabarnet, der uns hoffentlich schon ganz bald mit einem zweiten Miller beglückt. Auf André! Auf André! André. Florence? Was soll das ganze Zeug hier? Naja, Sie haben gesagt, dass Sie die Fanpost auf jeden Fall immer persönlich durchsehen wollen. Hab ich das? Soll ich Ihnen die E-Mails auch noch zuschicken? Das sind ungefähr 2.500. Ah. Also ich gehe dann jetzt mal, ja? Mhm. Dear Robert, der 5. November ist mein Geburtstag und ein Montag, an dem ich das Restaurant nur für Sie öffnen werde. Ich koche das Menü d'Amour und ich würde mich sehr freuen, Sie jetzt richtig kennenzulernen. Man sagt, die Zukunft werde von der Vergangenheit bestimmt. Aber niemand hat mir gesagt, dass auch das Gegenteil der Fall sein kann. Die Zukunft schreibt die Vergangenheit um, so wie die letzte Seite eines Romans alles verwandeln kann, was man vorher gelesen hat. Dies ist die wahre Geschichte von André und Aurélie. Eine Geschichte, die zu enden droht, bevor sie begonnen hat. Ich halte sie lebendig, indem ich schreibe. Denn solange ich Worte finde, darf ich hoffen auf eine nächste Seite, auf ein nächstes Kapitel. Alle Geräusche verstummten und es war, als ob der ganze Raum sich drehte.
Darf ich reinkommen? Nein. Ich weiß, Sie sind verärgert, ich verstehe das auch. Ich bin verabredet. Mit Robert Miller, ich weiß. Aber er wird nicht kommen. Nein? Nein. Und er hat Sie geschickt, um mir das zu sagen? Nein. So. Ja. So ein bisschen ja. Das. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Geben Sie mir bitte 5 Minuten, alles zu erklären. Woher wissen Sie überhaupt, dass ich Geburtstag habe? Ich weiß es, weil. Weil Sie ein aufmerksamer Leser meiner Briefe sind? Es tut natürlich so gut, dass ich. Oh, ich nehme an, Sie sterben mal wieder vor Hunger, nicht wahr? Nein, ich. Nicht doch? Nein, ich. Es wäre doch schade um das schöne Essen. Schmeckt es Ihnen nicht? Das köstlich. Erzählen Sie mir doch mal von dieser besonderen Freundschaft zwischen Robert Miller und Ihnen. Sie müssen sich ja sehr nahe stehen, wenn Sie sogar Ihre persönliche Post teilen. Aber mit der Post ist. Wir haben unsere Post nicht geteilt. Ich weiß gar nicht, wie möglich war. Ich sehe Sie direkt vor mir sitzen, wie Sie den Brief öffnen und sich lustig machen über das süße kleine Groupie, das sich in einen Text verknallt hat und Ihnen Autoliebesbriefe schreibt. Du warst nicht. Nein? Das Lächeln der Frau ist für Sie geschrieben. Aber Robert Miller ist nicht der Autor. Sondern wer? Ich. Ich habe mich damals verliebt. Das Buch gibt es nur wegen dir. Du könntest doch noch nicht mal ein Kochrezept schreiben, du grober Klotz. Robert Miller ist mein Pseudonym. Ich konnte nicht unter meinem eigenen Namen schreiben. Und der Mann? Wer war der Mann bei der Lesung? Das war ein junger Schauspieler. Und die Anrufe an dem Abend, von wem kamen die? Von einem Freund. Aha. Und den Brief, den hast du mir geschrieben? Und dieses ganze lächerliche Theater bei der Lesung, das war alles inszeniert? Das ist mein Buch, das sind meine Worte. Das gibt's nur wegen dir. Raus. Ich liebe dich. André, aufstehen, Kaffee ist fertig. Oh. Ach, guten Morgen. Wen hast du denn da? Ach, komm mal her. Der? Oh, nee. Oh, hat dich dein Vater zu mir geschickt? Das war. Wie findest du denn das? Ah, wenn dein Patenonkel ab morgen mehr Zeit für dich hat. Das ist doch gut. So, wir nehmen jetzt die Ente. Und du machst mir jetzt mal einen Kaffee. Du musst nicht. André! Was kannst du nicht bringen? Wir sind ein Team, ja? Hör mal, wir stehen bei 360.000 verkauften Exemplaren. Das ist Platz 6 in den Top 10.
Das liegt doch nicht immer nur an dich. Du bist wahnsinnig. Und du kannst dich rächen. Dabei ist. André! Er möchte ihn bestimmt. Herr Schlammerle! Ja. Ich habe sie angelogen. Ich habe ein Jahr lang immer nach Feierabend mein erstes Buch geschrieben. Das Lächeln der Frauen ist von mir. Ich bin Robert Miller. Ich kündige. Das ist sehr gut. Jetzt haben Sie mich fast erwischt. Guter Witz. Mein Cheflektor schreibt in seinen Überstunden mal ebenso einen Bestseller. Der ist gut, der ist sogar sehr gut, den merken wir uns. Das ist kein Witz. Robert Miller gibt es nicht. Haben Sie getrunken? Wollen Sie was trinken? Vielen Dank, nein. Das Lächeln der Frauen ist mein erster Roman. Nein, ist er nicht. Wir haben der ganzen Welt einen Sonny Boy, einen Strahlemann, einen blonden Strahlemann als Autor verkauft. Wir haben tausende von Plakaten drucken lassen, von denen er heruntergrinst. Auf der ganzen Welt machen sich Frauen ihr Höschen nass, wenn Robert Miller kommt. Es ist mein Buch. Robert Miller ist mein Pseudonym. Es ist völlig scheißegal, wer schreibt, solange sich die Bücher verkaufen. Mir ist aber nicht scheißegal, wer schreibt. Ich bin Schriftsteller. Gott! Und Robert Miller wird nie mehr eine Zeile schreiben. André! André! Ich wollte mich verabschieden. Jetzt warten Sie eine Minute, André! Hey, hör wenigstens zu! War sehr schön hier, danke. Hör ihm zu! André! Jetzt warten Sie. Verstehen Sie, ich brauche Robert Miller, den weltberühmten Autor. Sie sind ein kleiner, unbekannter Lektor, ein André Chablacha, bla bla bla, ja? Aber ich brauche Robert Miller. Den gibt's aber nicht. Doch, das bist doch du! Gut, Alter. Du kannst das Pseudonym doch einfach behalten. Hm? Selbst wenn irgendwann die Wahrheit rauskommt, dann haben wir einen hübschen kleinen Skandal, die Presse stürzt sich auf uns, irgendjemand will einen Film draus machen und wir haben noch eine höhere Auflage. Florus! André, Sie bekommen einen neuen Vertrag. 5% mehr für einen zweiten Miller. Hm? Klingt das gut? Klingt das gut? Hm? Vormittags Lektorat, nachmittags schreiben. Könnten Sie das mit den anderen Sachen zu mir nach Hause schicken lassen? André. André. 8% auf, dazu können Sie nicht Nein sagen. Stopp! André, 8% für den zweiten Miller. André. Sie können ihn doch nicht gehen lassen. Wollen Sie etwa morgen früh aufwachen und die Konkurrenz hat den famosen André Chabanet im Frühjahrsprogramm? Ja, meine Agentur wird Ihnen selbstverständlich weiterhin vertreten. Kommen Sie kurz mit in mein Büro. Sehr, sehr gern. Cognac. Gestern Abend meinen Mantel hier liegen lassen. Wir haben da gesessen. Die Ziffern wurde auch nichts abgegeben. Thank you.
jetzt der Letzte. Es ist irgendwie immer der Letzte, der passt. Wie geht die Geschichte denn zu Ende? Die letzten Seiten fehlen. Ich konnte nicht weiterschreiben. Aber du bist doch der Autor. Kriegen sie sich? Sag du es mir.